Pilze mal wieder. Oh, da geht's weiter und da geht's auch weiter. Oh nein. Obwohl, schlimm wird es erst, wenn wir durch so ein Portal gegangen sind, ne? Also ich hoffe mal noch das Beste, dass das hier gar nicht so schlimm wird, weil wir hier nicht durch so ein Portal-Dings gegangen sind. Aber es geht auf jeden Fall noch sehr weit runter. Ich muss mal ganz kurz den anderen Weg abchecken, ob wir da auch nur da hinkommen. Hilft auf jeden Fall. Bei mir gab es Griechisch. Gibt's Griechisch. Oh, ihr seid alle gemein. Ich esse hier Trinkessen und ihr redet von tollen, leckeren Sachen. Ja. Schön. Schön, schön. Schön, dass wir darüber gesprochen haben und ich jetzt Bock auf alle möglichen Sachen habe. Okay, da sind wir vorhin gewesen. Dir auch später, Roxa. Dankeschön. So, dann gehen wir doch hier lang. Das mit nächster Woche ist notiert. Sehr schön. Ja, ich, also leider, ich muss das bei Twitch auch noch hinterlegen. Ich laufe hier schon wieder verwirrt irgendwo falsch lang, ne? Dass die beiden ausfallen, leider. Und ich könnte das jetzt auch im Discord schreiben, obwohl ich gar nicht weiß, ob außer euch noch jemand im Discord ist und ich das eigentlich euch schon sage hiermit und ihr dann Bescheid wisst, aber ich werde es vorsichtshalber trotzdem im Discord nochmal posten. Ich verlaufe mich hier wirklich, ne? Da sind wir hergekommen, da müssen wir runter. Es wird doch schlimm. Ich habe mich geirrt. Oh, warum lädst du denn immer so lahmarschig nach? Lasst mich alle in Ruhe. Ich meine, ja, ich drücke da ganz auch oft echt spät erst drauf, aber dann könnte es ruhig ein bisschen schneller gehen. Okay, einer ist down. Oh, oh, lasst mich. Toll, weil du den auf den Boden schlägst, habe ich den jetzt verfehlt. Aber den kann man ein bisschen besser ausweichen, würde ich gerade sagen. Kriegt direkt eine Kelle in die Presse. So geht das. Aber die sind halt nicht so schlimm wie die anderen, ne? Die sind noch leichter zu bändigen. Und brauchen nicht so viel Schaden. Also man muss sie nicht ganz so fett in die Presse schlagen. Was ist das? Hoffnungsecho? Infusion der Spinnenseide. Das haben wir schon öfter mal gefunden. Was ist das denn? Noch so einer? Wie viele gibt es davon? Ich dachte, das ist so ein Unikat-Dings. Der Lotos mit O. Aber weiter runter geht's trotzdem, ne? Okay. Warum das bestimmt ein Handy oder kannst du online bestellen? Das liegt nur an dir. Ja, das kostet aber auch Geld. Und die Sachen, die ich gerne essen wollen würde, die würden richtig fett machen, wahrscheinlich. Spaghetti Carbonara mag ich sehr, sehr gerne. Das ist halt auch immer so schön mit Ei und Käse, so Parmesan. Und so. Oh nein, ich wollte das gar nicht. Macht es jetzt wieder einen Kampf? Das war so Brain AFK, dass ich es angeklickt habe. Oder was ist das jetzt? Was habe ich da aktiviert? Sterben wir jetzt alle? Kann ich das kaputt machen? Ja, dahinter leuchtet es blau. Sonst machst du dich mal klein wie eh und je und jetzt haust du oben an der Decke. Puzzle-Core. Frequenzbündel freisetzen. Oh, ich höre doch die Fiesen. Guck mal, Winnie, du kümmerst dich einfach schon und ich sehe gut Essenzen. Ein Traum. Und was ist das jetzt für ein komisches Portal-Ding? Ach, stimmt, die haben irgendwas gesagt, dass diese Fey-Türme auch Portale sein können, wenn wir diese Lotus-Dinger dafür benutzen oder so. War das nicht irgendwie so? Sieht jetzt aus wie ein Portal, muss ich sagen. Aber hier oben ist sonst nichts. Außer Gegner, die wir von da oben sehen. Okay. Kira und Pat und Akai sind auf dem Discord und ich habe eh keine Berechtigung, meine Zeiten zu nehmen. Ich muss da nochmal nachgucken. Ich hatte das... Oh, ich dachte gerade, das ist einer, aber das ist nur sie. Ich hatte das tatsächlich nochmal geprüft und ich habe das auch nochmal geändert.
Aber ich verstehe nicht, warum das dann nicht klappt. Ich kann das auch nicht so gut testen, weil ich halt keinen anderen Account habe, womit ich das versuchen könnte. Wohin reisen wir denn jetzt? Aber das ist egal. Ja, ich, also wenn du da keine Berechtigung hast und du da nicht reingucken kannst, dann kann das auch kein anderer. Weil ihr seid alle so normale Personen, sage ich jetzt mal. Verbindungsfehler, schon wieder? Really? Nur weil ich in irgendein unbekanntes Portal reingegangen bin. Ich habe nicht mal gesehen, was da stand. Da stand ganz kurz, wohin uns das führt oder so unten so ein Satz, aber ich habe es mir leider nicht durchgelesen. Wie schon geschrieben, solange ich schreiben kann, ist alles gut. Ja, in diesem allgemeinen Channel klappt das ja auch, aber ich muss das nochmal, ich vergleiche das nochmal, aber eigentlich hatte ich das angepasst, dass nur in diesen Announcement-Channel-mäßigen, dass da nicht jeder reinschreiben kann, weil sonst meine Nachrichten wahrscheinlich untergehen, dachte ich so, dass ich da halt einfach nur Infos reinposte und ihr sie sehen könnt, ohne dass ihr da jetzt irgendwie drauf reagieren könnt oder müsst. Das war eigentlich das Einzige, was ich da rausgenommen habe. Ich glaube, das ist nur der Schieberegler für Nachrichten senden. Aber Nachrichten anzeigen und Channel anzeigen und Kanal und Kategorie und so, das habe ich eigentlich alles eingestellt. So, und wo geht's jetzt hier hin? Wollen wir es nochmal versuchen? Sie den Steinhaufen an ihrem Anwesen, um ihren Rückzugsort festzulegen und über die Schnellreisefunktion der Karte hierher zu reisen. Antiquarisch? Weltenkarte nicht verfügbar. Anwesen der Fraktion, die Druiden. Das ist weird. Was ist das für eine Höhle? Sind die Druiden gut oder böse? Vermeintlich würde ich schätzen, dass sie nett sind, aber vielleicht irre ich mich da auch gewaltig. Oder die sind hier auch überlaufen mit Fieslingen. Könnte natürlich auch sein, ne? Was ist denn viel hier? Also dieses Lotus-Ding haben wir... was ist das? War das ein Wildschwein? Ja, kein Wildschwein. Oh, es ist einfach ein One-Hit. Da hatte ich jetzt nicht mit gerechnet. Wieso läuft hier denn in so einer Höhle ein Wildschwein rum? Also ich sehe, dass da irgendwie so Grünzeug ist und so. Nee. Was machst du denn? Hör auf, mich anzupieken. Wovon kriegst du denn Damage? Ach nee, das ist das Schwein. Ich wollte gerade sagen, was gibt dir so fett auf die Schnauze? Oh, ist das wieder so ein Rätselding? Ich habe da diese Dinger rumfliegen sehen. Und wer wirft da wieder was? Oh, meine Lieblingsfreunde. Warte, wir müssen mal ganz kurz reparieren. Hey! Oh Mann, du bist da. Du wirfst hier schon wieder den Scheiß auf mein Gesicht. Wo sind die hin? Wo ist der hin? Ja, der ist wenigstens schnell tot. Winnie, was machst du da? Hier sind alles Treppen. Okay, hier können wir auf jeden Fall quasi ohne Rücksicht auf Verluste eigentlich reingehen und draufklatschen. Warte, ich will nur mal ganz kurz hier oben gucken. Ja, bei einer Spitzhacke gehen die nicht kaputt sehen. Kohle. Ah, hier müssen wir wieder solche finden. I see. Das ist so ein bisschen merkwürdig hier mit hell und dunkel, ne? Pflanzenfaser, Feuerschrotmunition. Wir verhungern. Ich dachte gerade, warum haben wir jetzt Puls? Haben wir hier noch irgendwas? Nee, ne? Wir haben also... Wir haben hier noch... Wir können noch so einen Pilz mal essen vielleicht. Und noch so ein anderes.
Warum sind wir denn so tot? Wovon haben wir denn so viel? War ich die ganze Zeit fast tot, als ich gekämpft habe? Und ich habe es gar nicht bemerkt. Sieht so aus. Es geht auf jeden Fall noch weiter nach oben. Ich würde aber schätzen... Ach, hier ist der Untenweg. Der Untenweg! Ich sehe nichts oder fast nichts. Na, wenn da coole Sachen drin sind, machen wir die tatsächlich mal alle kaputt, würde ich sagen. Wegen dem roten Zeugs vielleicht. Das kann sein. Das kann sein. Oh, eine Kiste. Ich habe gar nicht gesehen. Was ist das denn? Reinigungstrank. Eine milchig-weiße Flüssigkeit mit perlmuttartigem Glanz, die geruch- und geschmacklos ist. Das ist ja schon mal gut. Diese anderen, die wir gelesen haben, da stand sowas dran, die schmeckt voll eklig und so. Ihr Verzehr lässt die Welt farbenprächtiger erscheinen und bannt sämtliche bösartige Magik. Mit nach Eistrank. Selbst durch die Flasche hindurch fühlt es sich nahezu gefroren an und droht an den Fingerspitzen haften zu bleiben. Beim Verzehr wird der Körper von innen mit Kälte erfüllt und vor großer Hitze und Flammen geschützt. Cool. Also, ich würde es, glaube ich... Warum kann ich nicht Escape drücken? Escape hat nicht funktioniert. Ich stelle es mir nicht so geil vor, das zu trinken, ehrlich gesagt. Wenn das so eisekalt ist, aber... Ich meine, bevor ich verbrenne, würde ich es wohl auch trinken. Vermute ich jetzt mal einfach. Weiß man erst, wie es ist, wenn man soweit ist. Kunst des Aufsteigens. Das ist wieder dieses... Ja, dieses Hupfe-Dings. Okay, hier ist noch eins. Das war die Truhe, die wir gerade angeguckt haben. Naja. Warum geht Escape jetzt nicht? Verstehe ich nicht. Da kann man runterfallen. Das wollen wir nicht. Es fehlt bestimmt noch eine dritte Rune, oder? Die ist wahrscheinlich dann unten. Und da... Ach, hier ist eine Treppe, ne? Ich sollte vielleicht mal die Fackel in der Hand nehmen, dann sehen wir auch was. Oh, ich nehme schon wieder die falschen Sachen. Man muss hier aber auch ständig wechseln, ne? Ha, synchroner Lotus-Pool. Wir haben jetzt zwei Stück schon bekommen. Oh, Escape geht immer noch nicht! Ich werde wahnsinnig. Oh, das ist wieder so ein Explodierding, ne? Na, da freue ich mich aber. Oder ist... Oh! Hat das Schaden gemacht? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Hä, aber wo ist das letzte Dings? Habe ich hier irgendeine Wand übersehen, die wir kaputt machen können? Wobei die eigentlich immer schon sehr auffällig leuchten, ne? Oder aussehen, sagen wir aussehen. Und wenn wir da halt mit der Maus drüber halten, dann steht halt auch richtig deutlich dieses Symbol da. Ui, da ist noch eins. Ne, das haben wir schon angeklickt, ne? Die waren vorher rot. Ging es nicht noch irgendwo nach oben? Ja, da. Guck mal, die Lichter zeigen uns den Weg. Zeigen die uns den Weg? Wogegen kämpfst du? Was haut sie? Ach, sie haut diese Dinger, ne? Okay. Ich hab nichts gesagt. Warte. Fackel, bitte. Kloppt die alle weg. Da sehe ich doch schon unser Symbolchen. Klatsch an der Wand, bitte.
Containment Structure. Wir haben das Essenzbündel freigelassen. Das heißt, wir können jetzt da unten durch das Tor. Vini, kommst du bitte mit? Das ist eigentlich voll der coole Ort hier, ne? Können wir eigentlich tauchen und so Sachen vom Grund des Sees oder so holen, finden, irgend sowas? Voll gut, dass man hier rasten kann, ganz kurz. Man kann auch Essen machen, wenn man welches braucht. Eine Menschentruhe gibt's auch. Leider nur mit Holzbündeln. Wir brauchen mal so eine Menschenessenz oder was es da gab. Das wäre cool. Wie viel zu schwer sind wir denn? Oh, Escape geht ja nicht. 20 Kilo zu schwer. Wow, das ist viel. Pflanzenfaser. Die wiegt ja auch nicht mal ein Kilo. Oh, die Steine sind schwer, ne? Aber mit den Steinen können wir Murmeln machen. Immer noch 8 Kilo. Naja, gut. Naja, gut, naja, gut. Ja, Essen haben wir eigentlich genug. Gibt es dahinter noch was oder was stehst du da und guckst? Nö, ne? Okidok. Ich nehme doch lieber nochmal wieder die Fackel, glaube ich. Jetzt, wo ich die Fackel habe, kommen hier wieder Sachen mit der Axt. Aber jetzt wird es wieder heller. Sind hier noch mehr Rätsel? Oh, hier ist ja richtig groß. Ui. Ui. Das ist wieder so ein Explodierding, ne? Ach, das sind drei Rätsel insgesamt, ne? Wir haben, glaube ich, auf der Karte drei Symbole übereinander gehabt, die so ein bisschen so überlappt haben. Dann sind hier in dieser Höhle halt einfach drei. Bestimmt. Dann ist das jetzt aber erst das zweite. Wow, das ist ja viel. Soll ich jetzt lang? Muss ich da rüberspringen jetzt, oder? Spiel, was möchtest du von mir? Also, just in case. Vorsichtshalber, ne? Ihr wisst es. Was gibt's hier noch? Und wir gleich wieder zu schwer sind. Bestimmt sehe ich gleich nicht, dass es da irgendwo keinen Fußboden gibt. Und dann falle ich einfach runter. Und dann kann ich nur hoffen, dass ich noch schnell genug mein Mausrad drehen kann, damit ich noch den Schirm in Hand nehme. Ich hätte sprinten sollen, dann wäre es nicht so knapp geworden. Ach, da geht's runter. Ich habe gerade die Kante gar nicht gesehen. Mit Licht und Schatten, es ist so hell hier. Ich sehe den Rest gar nicht. Uiui, das war auch wieder knapp. Habe ich da einen Wolf heulen gehört? Ist das Garn? Wir haben da Garn gefunden. Cool. Hau doch da jetzt rein. Gewicht behindert sie. Ich verstehe. Ja, doch ein Wolf. Mehrere Wölfe. Warum treffe ich die nicht? Warum ist es gerade so ein bisschen laggy? Sieht es bei euch auch so aus oder ist es nur bei mir so? Weird.
Okay. Wir sind schon wieder behindert von unserem Gewicht. Das ist eine eigene Welt in der Welt. Oder anders gesagt, ich komme mir vor wie in Paris. Das ist auch die komplette Stadt untertunnelt. Ich war noch nie in Paris, tatsächlich. Noch nie nicht. Aber ich war mal in Frankreich, als ich Kind war. Da waren wir mal zelt mit meinen Eltern. In irgendwelchen Dünen. Aber in Paris war ich noch nie. Was können wir mal noch kaputt machen? Diese vielleicht, ne? Ist zwar schade, aber ist dann so. War da gerade dieses Bandsymbol? Ja. Doch richtig geguckt. Mir war doch gerade so, als wäre das rot gewesen. Und wir haben ja das Richtige für die Dinger im Inventar. Boah, wie viele gibt's denn da? Voll cool. Okay, funktioniert immer noch nicht. Voll gut, aber dass wir hier so viele bekommen. So viele synchrone Lotosse. Auch wenn ich noch nicht weiß, wofür wir die brauchen. Achso, ja, jetzt ist das wieder falsch. Icy. Icy Veins. Noch mehr. Boah, meine Haare kribbeln mich im Gesicht die ganze Zeit. Und ich weiß nicht, wo ich langlaufen muss. Sind wir von hier gekommen? Nee, scheinbar nicht. Okay, das war nicht so schwierig. War das schon ein Rätsel? Ich bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Ich sehe nichts. Mit meinem früheren Leben. Mhm, ja, für 2 Wochen. Da solltest du echt mal hin. Ist eine Reise wert. Nicht nur wegen dem Türmchen, ja. Ich glaube auch. Also ich... Das ist jetzt nicht, dass ich da nicht hingefahren bin oder hingereist bin bisher, weil ich dachte, das lohnt sich nicht oder so, sondern Urlaub ist teuer und ein PC ist leider auch teuer und im Moment ist die Priorität da auf jeden Fall beim PC. Ich sehe nichts. Warum ist es hier so dunkel?